So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Equilinox Folge 22, glaube. Und wir sind gerade hier im Dschungel, haben nur recht wenig Tiere, deshalb werde ich mal hier ein Schwein hinsetzen. Warzenschwein, das springt hier rum. Und kommt noch eins. So. Ficus-Tree haben wir entwickelt. Wo ist der Ficus-Tree? Müssen wir wieder Bäume. Alle Bäume. Habitat. Dschungel. Große Steine. 32.000 kostet das Ding. Unter 70 Meter, das sollten wir hinbekommen. So. Perfekt. Ach, hier ist ja noch einer. So. Was wollte ich mit dem Kanoni? Ach genau, für den einen Erfolg musste ich, glaube, 5 Bäumchen davon pflanzen. Gut, da fehlen mir noch ein paar Pünktchen. So, die Schweine, die fressen mir hier wahrscheinlich wieder den halben Dschungel leer. Damit sollte ich dann 5 Bäumchen haben. Das war da auch einer. 1, 2, nee, 4. Mist. Okay, komm, so ein großer kann doch mal ein paar Samen abwerfen. Ein paar Bäumchen gehen ein. Dschungelgras sollte ich mal Dschungel alle. Ein bisschen mehr Dschungelgras verbreiten hier. Bäumchen, wie sieht's aus? Mighty Jungle immer noch 4. Die 2 Schweine fühlen sich sichtlich wohl. Hüpfen hier freudig rum. Da ist sogar noch ein kleines Schweinchen dazugekommen. Können die eigentlich weiterentwickelt werden? Nein. Gibt's bei den anderen Farben? Lila. Ja, das lassen wir vielleicht mal. Also, machen wir mal hier weiter. Komm, komm, komm. Überspulen mal die Nacht.
So. Einfach nur 4. Ich könnte noch einen Sämling gebrauchen. Ist das nicht einer? Nein. Schade. Gibt's auch nicht in anderen Farben. Lass mal weiterlaufen. Irgendwie meine Punkte pro Minute gehen langsam nach unten. Scheiße, ich mache jetzt hier einfach mal noch einen hin. So. Damit haben wir The Mighty Jungle abgeschlossen und haben Schmetterlinge freigeschaltet. Schmetterlinge. Habitat. Fressen Blumen. Blumen habe ich hier. 1, 2. Habe ich hier Blumen nicht so viele? Ja, aber schön viel Blumen. Ist nur nicht ihr favorisiertes Biom. Na, 38.000, verdammt. So, jetzt auch. Oh, hier sieht's gut aus. Tomaten, jawohl. Was fliegt denn hier alles rum? Das ist ja fantastisch. Weiß gar nicht, Blumen sehe ich jetzt zwar nicht so viele, aber wobei doch da die kleinen blauen. Ah, machen wir mal was für die Schmetterlinge. So, 1, 2. Hier hinten haben wir fast nie hingeschaut. Nicht der super Favorit an Biom. Hier hinten geht's auch wieder. Oh ja, hier ist noch. Aber auch nicht so viele Blumen. Lassen wir mal weiterlaufen. Die Enten gaken. Gak, gak. Da 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 da. So. Ach, die Schmetterlinge fangen echt als Würmer an. Okay, wie geil. Ah, Flutter, Butterfly Population. Unlocked Honey, I'm home. Okay, dann haben wir wohl jetzt Bienen. Alle machen? Nee. Butterfly. Okay. Da ist. Bleib stehen. Bleib stehen. Was muss ich machen, um dich zu entwickeln? Poppy. Poppy, 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 Poppy müsste eine Blume sein. Poppy, Poppy, da, 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 Butterfly. Poppy. Woodland. Okay.
Ach, hier habe ich ja schon. Hatte ich nicht hier vor uns mal Schmetterlinge ausgesetzt? Eventuell auch nicht. Also ich übersehe gerade die Schmetterlinge hier. Ne, da oben sind sie. Schmetterlinge. Gut, ich siedel einfach hier unten nochmal ein paar an. Das waren die Poppies. Schmetterling, Schmetterling. Du bist doch ein schönes Ding. Butterfly, Butterfly. Oh, why my Butterfly? My, oh my. My little Butterfly. Muss Poppy fressen. Ach Gott. Da muss ich das mal auflassen hier. So. Ja. Schmetterling fliegt herum. Entwickeln. So, komm. Komm, kleiner Schmetterling. Er gibt 30. 30 super Punkte. Habe ich keine Poppies mehr hier? Fortsetzen. Quack, 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 macht's hier überall. Die Schafe schlafen und mähen trotzdem herum. So. Evolution pausiert. Verdammt. Weiter. Das gibt's nicht. Komm. Wie sieht's bei dir aus? Auch kein Poppy gegessen. Ist hier sind wir. Schmetterling bleibt stehen. Da. Der war doch gerade unten am Boden. So, der aber jetzt, oder? Wie wär's mit dem? Hier, geht's weiter. Okay, der müsste jetzt durch sein. Der sollte auch bis auf 150 durchrutschen. Jawohl. So, wir haben eine Biene. Diese Biene isst gern Grasland. Überall. Frisst Meat and Flowers. Okay.
Wozu brauchte ich jetzt eigentlich die Biene nochmal? Für die Rehe? Kamel. Was war mit Kamel? Berry Bushes. Ach genau, die. Da war mal was mit Bärenbüschen. Na, Spezies. Bienen. Starten. Bärenbüsche. Entwickeln wir zu Blaubeeren. Und dann habe ich schon wieder vergessen, wie es weiterging. Was ich noch machen wollte. Die Tropen müssten wir dann mal irgendwann bekommen. Aber wie, wann, wo, weiß ich nicht. War es zumindest schon mal schön, dass wir ein paar Bienen haben. Wobei, komm. Bienen, die streuen wir jetzt auch mal noch ein bisschen. Haben wir hier hinten Blumen? Wir haben Schmetterlinge. Für 50.000 Bienen. Oh Gott. Dann lieber irgendwo, wo... wo mehr Blumen sind. Nicht das favorisierte Biom. Und überall kommt mal eine Biene mit hin. Kostet nur Scheiße. Viele Punkte. Das mögen die gar nicht. Wüste ist auch Schrott. Schneid's. Gibt hier unten Blumen. So großartig blumig ist das hier nicht. Und 50.000 Punkte wieder. Mann. Wer sagt's denn? Da, 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 da. So, jetzt können wir mal zu den Blaubeerenbüschen gehen. Ein Hive, ein Bau. Also ein Bienenbau. Hier, Blaubeerbusch. Habitat. Unter 60 Meter Grasland, Forest, Woodland. Okay, warum? Blaubeer. Da war doch mal was mit Kamelen, genau. Größe 1,20. Verdammt. Okay. Größe manipulieren. Kaufen. Größe. Kaufen. So, Blaubeerbüsche. Blueberry.
Größe anzeigen von den Hirschen? Mal schauen. Ich habe nur zwei Hirsche hier. Das müssen große Hirsche werden. Wie mögen die das hier? Honig, Dschungel, Quatsch, Grasland, Woodland. Mögen Büsche, Zykane, Bäume, Zykane, Bäume. Dingsbums. Woodland Trees, jawohl. So, ihr lieben Rehe, ihr solltet euch ja echt wohlfühlen hier. Hier gibt's Honig. Honig, Honig, Honig. Und noch ein paar Büsche. Oh, Ende für diese Folge. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.